Es zischt und knallt und für Vierbeiner ist das der blanke Horror. Hundetrainer Marc Lindhorst bietet ein extra Silvestertraining an. Mit vorsichtiger Gewöhnung an die Krachgeräusche wird den Tieren die Angst genommen. Zu spät für dieses Silvesterfest. Immerhin ein paar Grundregeln helfen, die große Panik zu vermeiden. Der wichtigste Tipp, den Hund nicht ableihen, besonders wenn der Probleme mit Knallen hat, weil genau das kann ja passieren. Es knallt irgendwo und dann läuft er los. Das heißt, den Hund an der Leine lassen. Da hilft auch kein dickes Fell. Vor allem ältere Tiere reagieren verängstigt. Trainer empfehlen eine beruhigende Atmosphäre im Vorfeld. Wichtig ist aber auch, besonders Hunde vorher noch einmal zu fordern, damit sie in der Nacht so richtig müde sind. Ich gehe an den Strand weit weg, mache körperliche Auslastung, Kopfauslastung, stelle den Hunden Aufgaben, dass sie wirklich platt sind. Um dann den großen Krach hoffentlich entspannt gemeinsam zu überstehen. Tierfreunde feiern eben anders. Also auf jeden Fall werden wir schon mal keine Knaller kaufen und der Hund bleibt auf jeden Fall auch nicht alleine zu Hause. Mein Hund ist im Keller, ist total angespannt, ängstlich und wir müssen uns reduzieren und wir sind echt zu Hause. Wir haben überlegt, ob wir ihn nach Hause zu meinen Eltern bringen aufs Land, das ein bisschen ruhiger ist für ihn, weil das wird schon viel Stress für ihn. Und so bleibt die beste Methode gegen das Knalltrauma immer noch die Flucht in ruhige Räume und aufs Land. Nicht gerade das, was sich so mancher Partyhase vorstellt, aber die tierischen Mitbewohner werden es danken.